Im heutigen Video dreht sich alles um das letzte Interview mit Reese Skellern. Außerdem schauen wir uns auf jeden Fall die Star Wars Drop Details an. Das wollen wir jetzt auf jeden Fall in diesem Video. Moin moin und willkommen an Bord, ich bin's dein Captain und heute am Steuer mit diesen Themen. Und wenn du in Zukunft auf meinem Kanal auf jeden Fall keine Videos verpassen möchtest, dann abonniere auf jeden Fall unbedingt meinen Kanal. Und ansonsten würde ich sagen, starten wir jetzt rein mit dem ersten Thema. Und als allererstes starten wir mit der Ankündigung rein, nämlich dass ich heute Abend live on stage sein werde mit dem guten Viviversum. Um 19.30 Uhr sind wir live auf dem Discord und wenn du einen Ehrenmitgliedrang hast, dann kannst du auf jeden Fall sehr gerne auch mit on stage kommen. Ansonsten kannst du natürlich aber selbstverständlich auch sehr gerne zuhören. Und ansonsten schauen wir uns mal den nächsten Drop an und da muss ich tatsächlich erstmal sagen, ich bin etwas enttäuscht über diesen Drop, denn es ist nicht das, was ich erwartet habe, gekommen. Aber was auf jeden Fall gekommen ist, was ich erwartet habe, sind nämlich der Listenpreis von 80 Gems, den wir sehen werden. Wir werden außerdem bei der Common jetzt hier bei dem T-Fighter eine Editionzahl von 11.888 Stück haben. Das Ganze ist eine Common und ist an dieser Stelle natürlich auch eine First Edition und droppt heute um 17 Uhr deutscher Zeit. Das heißt, an jeden auf jeden Fall, der mitmachen möchte, der kann um 17 Uhr deutscher Zeit das Ganze dann mitnehmen. Ich gehe aber sehr stark davon aus, dass das Ganze nicht ausverkauft sein wird. Das heißt, ihr könnt euch da ein bisschen Zeit lassen. Und im Anschluss gibt es noch das zweite Collectible, was wir noch nicht wussten. Und das ist ein Schiff von den Inquisitoren aus der Serie Obi-Wan Kenobi. Das Ganze wird natürlich wieder auch einen Listenpreis von 80 Gems haben, da das Ganze natürlich eine Blindbox ist. Insgesamt wird es 2888 Editions haben. Es wird außerdem eine Ultra sein und eine First Edition natürlich an dieser Stelle. Meine persönliche Einschätzung ist an dieser Stelle, dass das Ganze ein Skip ist, beziehungsweise mehr ein Gamble als überhaupt wirklich ein Kaufwert. Denn das Ganze wird sehr wahrscheinlich unter Droppreis gehen. Dafür sprechen auf jeden Fall viele Indikatoren. Erstens der Droppreis selbst und auch der letzte Drop von Disney mit dem Poster, der ja wirklich katastrophal geendet ist auf dem Marketplace mit wirklich sehr, sehr niedrigen Preisen, wo dann teilweise manche Bilder tatsächlich sogar um die 30 Gems rum waren. Also ein richtig großer Fail, wo eigentlich kaum jemand gedacht hatte, dass das tatsächlich unter Droppreis geht. Aber es ist gekommen und ich denke mal, so ähnlich wird sich das auf jeden Fall hier auch verhalten. Ich persönlich werde mir aber auf dem Secondary Markt auf jeden Fall einige T-Fighter in den nächsten Wochen holen. Einfach weil ich persönlich das auf jeden Fall sehr, sehr cool finde und es natürlich auch sehr passend ist zu meinem Star Wars Set. Ich bin aber auf jeden Fall mal gespannt auf deine Meinung. Nimmst du den ganzen Drop mit oder auch nicht? Schreib es auf jeden Fall unbedingt in die Kommentare und lass mich wissen, ob du diesen Drop mitnimmst. Und ansonsten gibt es eine sehr positive Meldung von Twitter. Und zwar hat nämlich Vivi endlich den blauen Haken hinter ihrem Profil bzw. hinter ihrem Namen, was an dieser Stelle natürlich auch eine Confirmation ist dafür, dass sie jetzt wirklich offiziell halt auf Twitter sind und dass das der offizielle Account ist. Macht auf jeden Fall in Zukunft einiges leichter, denn so können auf jeden Fall die Leute deutlich besser auch den offiziellen Vivi-Account identifizieren und sehen, okay, das ist wirklich der Vivi-Account, der mich vielleicht auch gerade angeschrieben hat und so weiter und so fort. Also an dieser Stelle bietet das in Zukunft auf jeden Fall einige Möglichkeiten, um hier Scams zu verhindern. Und ansonsten war der gute Reese Skellern ja gestern Abend beim Vivi-Meister zu Gast und dort gab es auf jeden Fall auch einige Fragen, die er beantwortet hat. Ein Thema war unter anderem die Lokalisation, das heißt, damit geht auch einher natürlich die Übersetzung für bestimmte Länder. Und hier hat Reese gesagt, dass wahrscheinlich Lokalisation dann auch mit den Sprachen für vielleicht jeweilige Länder dann kommt, wo dann auch Lizenzen dazu droppen. Wahrscheinlich die deutsche Sprache dann auch erst wirklich, wenn wir deutsche Lizenzen bekommen. Aber das Ganze hat er so ein bisschen gesagt, hängt einfach so ein bisschen davon ab, wie sich das Ganze jetzt auch entwickelt. Also was Konkretes konnte er an dieser Stelle nicht dazu sagen. Ansonsten gab es aber nochmal ein paar Infos, nämlich zu UUP-Tiers. Und zwar wird es ja insgesamt 5 geben, das wussten wir ja schon. Und der erste wird wahrscheinlich bei 2500 Dollar Omi-Wert starten. Und Tier 5 wird ab 40.000 Dollar Omi-Wert starten. Das ist natürlich schon ganz schön viel, aber meiner Meinung nach völlig in Ordnung. Ich hätte tatsächlich eher mit 50.000 gerechnet, aber jetzt sind auf jeden Fall hier noch 3 Steps dazwischen. Ich gehe davon aus, dass wir hier dann 10, 20 und 30.000 noch dazwischen sehen werden als Tiers, aber du kannst ja auch mal gerne deine Idee zu den nächsten Tierstufen in die Kommentare schreiben. CryptoPayin war natürlich auch nochmal ein Thema und hier geht es unter anderem darum, dass wenn ihr nämlich mit dem Omi-Token einzahlt,
zum Beispiel für ein Collectible. Das heißt, ihr kauft mit eurem Omi-Token ein Collectible, dann bekommt ihr nochmal extra Reward-Punkte. Außerdem werden dadurch Omi-Token geburnt und mit diesen Reward-Punkten könnt ihr wiederum Dinge kaufen. Das Ganze ist meiner Meinung nach ein ziemlich cooler Mechanismus und so wird außerdem natürlich auch der Omi nochmal in einer anderen Weise geburnt. Außerdem ist das aber halt nur für den Omi-Token zulässig. Ansonsten wird man in Zukunft auch noch mit Crypto-Pay-In natürlich Gems kaufen können, zum Beispiel mit Ethereum, dann Gems, aber dadurch werden keine Omi-Token geburnt, aber ich gehe davon aus, dass diese Reward-Token natürlich auch attraktiv gestaltet werden, beziehungsweise mit einem attraktiven Reward auf jeden Fall auch belohnt werden, dass man die dann zum Beispiel für was sehr Cooles einfach einlösen kann, dass man angezogen wird, den Omi-Token auch zu kaufen. Das einzige Problem, was ich hier vielleicht sehen könnte, wären tatsächlich dann sehr große Kursschwankungen aufgrund dessen, wenn zum Beispiel große Wale den Omi-Token einfach sehr, sehr stark kaufen und dass das dann eventuell in so einem kleinen Pump-and-Dump enden könnte. Ich hoffe mal, dass da Vivi bzw. Chromi irgendwelche Vorkehrungen trifft, dass das nicht allzu krass wird. Aber ich denke, das haben sie auf jeden Fall mit einberechnet. Und ansonsten hat Reese auf jeden Fall angekündigt, dass mit MCP die erste Gamification, wenn man es so nehmen möchte, kommen wird. Was das sein wird, hat er natürlich an dieser Stelle ausgelassen. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich gehe davon aus, dass wir MCP so im nächsten Monat bzw. am 15. Oktober dann in etwa sehen werden. Kommen wir zur nächsten Seite und hier wird es nämlich schon etwas spannender. Und zwar hat nämlich Reese geleakt, dass Vivi einen neuen CTO hat. Das Ganze wird aber tatsächlich geheim gehalten, aufgrund von irgendwelchen Dingen, die er uns nicht wirklich sagen konnte. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ich werde aber für euch mal ein bisschen recherchieren, vielleicht finde ich ja dort etwas raus, wer diese anonyme Person ist. Aber ich denke mal, dass sie auf jeden Fall irgendwann noch angekündigt wird, aber zum momentanen Zeitpunkt erstmal noch nicht. Außerdem hat er angekündigt, dass es natürlich in Zukunft weitere Comic-Partner geben wird. Ob das DC Comics ist oder andere Comics, das wissen wir nicht. Ich gehe stark davon aus, dass er damit unter anderem das Thema Manga anspricht, denn das sind ja im Prinzip Comics halt nur in der japanischen Variante. Also ich könnte mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass wir hier tatsächlich erstmal keine DC Comics sehen könnten, sondern tatsächlich erstmal aufgrund von Anime und so weiter und so fort Mangas einfach deutlich mehr Sinn machen würden. Außerdem für alle, die auf jeden Fall an einer API interessiert sind, es wird in Zukunft eine Version geben, die für alle verfügbar ist, beziehungsweise für Leute, die das irgendwie technisch implementieren wollen bei irgendwas, und es wird eine gegen Geld geben. Wie hoch hier der Betrag ist, wissen wir nicht, aber ich gehe davon aus, dass wir hier von mehreren tausend Euro sprechen. In Zukunft wird es außerdem einen sehr wichtigen Schritt geben, und zwar werden wir nämlich in die Volumenliste mit aufgenommen von NFT-Marktplätzen, die zum Beispiel mit Immutable X kooperieren, zum Beispiel dann natürlich auch OpenSea. Und wir wissen ja, glaube ich, mittlerweile fast alle, beziehungsweise ich habe darüber öfter schon gesprochen, ein sehr viel höheres Volumen hat als irgendwelche NFT-Projekte auf OpenSea oder sowas und dementsprechend Vivi definitiv dort ganz oben stehen würde. Und das würde natürlich auch nochmal eine Menge Aufsehen sorgen für Vivi, denn dadurch würden viele Leute dann sagen, ja, was ist denn dieses Vivi, würden sich damit beschäftigen, auseinandersetzen und dadurch vielleicht dann auch mit Crypto-Pay-In auch bei Vivi mit einsteigen. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was das so auslösen wird, aber ich gehe davon aus, dass wir auf jeden Fall eine deutliche Aufmerksamkeitssteigerung mit diesem Thema bekommen werden. Und ansonsten war es das jetzt an dieser Stelle auch schon wieder mit diesen ganz kurzen News. Wenn dir das ganze Video gefallen hat, dann gib dem ganzen Video sehr gerne ein Like und ansonsten bedanke ich mich bei dir fürs Zusehen und wünsche dir daraus noch einen schönen Morgen, Mittag und Abend. Mach es gut und ciao, ciao.